Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man Fahrzeuge mit der Maus steuern kann, beziehungsweise wie man sich sein Spiel so einrichten kann, dass man Fahrzeuge mit der Maus steuern kann. Die normale Steuerung ist ja mit der Tastatur, also vorwärts fährt man mit W und rückwärts fährt man mit S und nach links lenkt man während man fährt mit A und nach rechts mit D. Und dabei drehen sich dann auch hier immer die Räder. Das kann man also sehr schön sehen. Gut, manche Leute können so sehr gut steuern. Können auch schnell fahren und alles Mögliche, ruckzuck navigieren. Viele Leute können das aber nicht. Und davon wieder viele nehmen stattdessen einen Controller. Man kann einen Xbox-Controller zum Beispiel an seinen Computer anschließen und damit kann man den Farming Simulator recht gut steuern. Viele können das. Und also für viele Leute ist der Controller die Lösung und sehr viele spielen auch praktisch ausschließlich mit Controller. Aber es gibt auch Leute, die kommen mit dem Controller nicht klar oder haben keinen. Ich gehöre zu denen, die nicht klarkommen mit dem Controller. Und ich habe mir gedacht, na, es ist doch blöd. Wenn man läuft, zum Beispiel, ich laufe jetzt mal vorwärts mit W, dann kann man einfach steuern, indem man die Maus hin und her bewegt. Warum geht das nicht auch beim Fahren? Ja, habe ich mir angeguckt und zeige ich euch auch gleich, warum das nicht so einfach geht. So, jetzt fahren wir ein Stück. Und wenn ich jetzt die Maus bewege, dann dreht sich die Welt. Und ich fahre aber weiter geradeaus. Und es macht ja irgendwie auch Sinn, dass sich die Welt dreht. Wenn ich mal gucken will, kommt da jemand mir entgegengefahren, Verkehr oder so. Oder, ja, einfach weil man beim Fahren mal nach links oder rechts gucken will. So, jetzt wende ich hier mal. Nicht sehr elegant, denn wie gesagt, ich kann das nicht gut mit der Tastatur steuern. So für kleine Rangierereien geht's. Aber ich bin damit nie wirklich warm geworden. So auf der Straße fahren mit höherer Geschwindigkeit, das war eine Katastrophe. Weil die Ausschläge von dem Lenken ziemlich stark sind mit der Tastatur. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann es also nicht durch einfache Mausbewegung steuern. Man müsste das dann vielleicht mit gedrückter Maustaste machen. Und es gibt im Spiel die Möglichkeit, Tastenkürzel und Mausbewegungen und Mausklickungen auf bestimmte Befehle zu legen. Und zwar mit Escape kommt man hier ins Menü. Also normalerweise startet man hier bei der Karte. Und da, wo diese vier Quadrate sind, das sollen Tasten sein, ist die Tastatureinrichtung. Und da kann man einerseits die Standardtaste nehmen, man kann auch noch eine zusätzliche Taste dafür einrichten. Und man kann Mausbewegungen einrichten. Und links heißt linke Maustaste, Mitte heißt mittlere Maustaste drücken, also meistens das Mausrad und rechts logischerweise die rechte Maustaste. X plus und minus ist nach rechts bewegen und nach links bewegen und Y minus ist nach unten und Y plus nach oben. Das sind Sachen, die sind schon eingerichtet, wie man Objekte dreht und so. Und jetzt gehen wir hier mal weiter runter. Das sind wirklich sehr viele Einstellungen. Man denkt sich eigentlich, das Steuern ist ziemlich weit oben, aber weit gefehlt. Man muss da lange, lange suchen. Und man kann sich daran orientieren, was sind die Tastenbefehle, die dafür benutzt werden, nämlich es ist A und D. Wir blättern jetzt also hier mal so lange, bis in dieser Spalte A und D erscheint. So, da. Nach rechts gehen und nach links gehen. Das braucht man nicht.
einstellen, weil gehen kann man ja einfach durch Maus bewegen ohne Maustaste. Gucken wir also weiter. Hier kommt nochmal D und A. Nach rechts steuern und nach links steuern. Das sind die Einstellungen, die wir brauchen. Und wir sind hier schon ja deutlich in der unteren Hälfte angekommen. Und jetzt macht man das so. Man klickt hier hin. Also erstmal, man bewegt die Maus dahin. Und wenn man klickt, kommt hier jetzt dieses Feld und da steht dann, drücke die Maustaste, die du auf nach rechts steuern legen willst. Und drücke Escape, um abzubrechen, oder die Rücktaste, um diese Belegung zu löschen. Das heißt, das, was ich jetzt als nächstes mache, wird die neue Einstellung. Mit linker Maustaste gedrückt macht nicht viel Sinn, weil viele Funktionen mit der linken Maustaste gekoppelt sind. Darum habe ich mir gedacht, die rechte Maustaste gedrückt wird viel seltener benutzt. Die nehme ich mal. Und jetzt drücke ich die rechte Maustaste und bewege gleichzeitig die Maus nach rechts. So. Und jetzt ist das hier schon eingerichtet. Rechts ist die rechte Maustaste und ich habe X plus bewegt, also nach rechts. Und da links und rechts immer gleichzeitig eingerichtet werden, ist das für nach links steuern auch gleich eingerichtet worden. Mit X minus, da muss ich nach links bewegen. Jetzt kriegen wir hier aber einen Hinweis. Diese Taste ist mehrfach belegt. Deichsel rechts knicken. Nach rechts steuern wurde auf rechts X gelegt. Okay, hier sieht man es auch bei Klappe 3 öffnen und Klappe 3 schließen. Es gibt mehrere Stellen, wo schon die rechte Maustaste mit hin und her bewegen eingerichtet war. Die kann man sich jetzt aber umdefinieren mit zwei Maustasten zum Beispiel. Also klicke ich hier drauf, so. Jetzt kriege ich hier wieder dies und jetzt drücke ich beide Maustasten und gehe mit der Maus nach rechts. Also beide Maustasten drücken und nach rechts loslassen. Und jetzt ist das links, rechts und X plus und X minus. Da, bei Werkzeug auch. Das ist wichtig mit dem Werkzeug, weil man sonst die Motorsäge nicht mehr drehen könnte, wenn man das hier nicht ändert. Also klicke ich hier drauf und wieder. Na, das, ich habe die Maus bewegt. Okay, das war falsch. Ich klicke drauf, drücke beide Maustasten und bewege es nach rechts und jetzt ist eingerichtet. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, die man aber nur sehr selten braucht, die standardmäßig auf rechts gelegt sind. Wenn also irgendeine Funktion nicht so funktioniert, wie sie sollte, kann man hier immer gucken, ob das vielleicht auch auf die rechte Maustaste gelegt ist. Hier zum Beispiel das Kranwerkzeug nach rechts drehen. Das machen wir jetzt in dem Tutorial aber nicht. Wenn ihr gründlich sein wollt, dann arbeitet euch hier durch und legt alles, was schon auf rechts gelegt ist, dann auf links rechts mit beiden Maustasten. Und jetzt ist wichtig, wir müssen die Steuerung speichern. Erfolgreich. Sonst tut sich nämlich nichts. Jetzt können wir zurückgehen. Und jetzt kann ich mit meinem Trecker sehr fein steuern. Ich fahre also vorwärts, drücke die rechte Maustaste und kann jetzt nach rechts fahren und nach links. Und wenn man da ein bisschen Übung gekriegt hat, kann man da sehr schön fein steuern. So wie man halt die Maus bewegen kann. Und ich fahre so sehr gerne. Ja, natürlich, wenn ihr mit der Tastatur gut klarkommt, also Tastatur alleine oder mit einem Controller, könnt ihr das selbstverständlich benutzen. Diese merkwürdige Maussteuerung muss keiner machen, aber ich bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe und fahre immer so eigentlich. Außer wenn ich, das kann ich jetzt noch kurz sagen und dann sind wir aber auch fertig. Wenn ich rangieren will, so feine Sachen, dann benutze ich die. Also
nicht feine Sachen, dafür benutze ich eher die Maus, sondern wenn ich langsam fahre, also bei solchen Aktionen, da benutze ich die Tastatur. Das ist aber auch eine Geschmackssache, was man dafür nimmt. Ja, ich hoffe, das kann euch weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.